Mir stinkt's gewaltig. Ich hatte auch einen Job. Ich habe ihn auch verloren. Ich habe jede Menge Scheiße erlebt. Wie soll ich die Rechnung bezahlen und sowas? Wie soll ich leben von 500 Euro? Wie soll das gehen? Ich habe noch einen wichtigen Punkt mit Ihnen zu besprechen. Wären Sie bereit, auch eine geringer qualifizierte Stelle anzunehmen, als Sie in Ihrer alten Firma hatten? Ja, ich denke schon. Sind Sie sich da sicher? Haben Sie vielleicht schon in Erwägung gezogen, Ihre Wohnung zu verkaufen? Ja, aber die Antwort lautet nein. Nein? Und aus welchem Grund? Weil wir alles, was wir gemacht haben, umsonst. Bei den Kassiererinnen zoomst du ran, um zu sehen, ob sie alle Artikel scannen. Und weil nur wenige in den Vorruhestand gegangen sind, versucht er, Leute anders loszuwerden. Richtig, jeder trifft seine eigene Entscheidung. Für meine seelische Verfassung ist es besser, hier einen Schlussstrich zu ziehen. Kannst du das so stehen lassen? Bin ich deshalb ein Feigling? Gut, was ist hier los? Das ist nicht das erste Mal, Madame Anselmi, Sie wurden gefilmt. Jean-Andy, Sie bestätigen das? Ja, Monsieur, ich bestätige das. Thierry, bestätigen Sie es?